Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zu einer neuen, laggigen Folge von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel, dem Reloaded. Der Lag hat sich wieder gelegt, yay. Ja, es ist immer noch in Arbeit, dass wir hier uns gut machen in der Arbeit, damit wir zur Expedition mit dürfen. Auch wenn es das nicht gerade besser macht, dass in der letzten Folge Team Skull hier eingetroffen ist, also Team Totenkopf mit ihrem Boss, der nach Scheiße stinkt. Ich weiß nicht, ob ich dem irgendeinen Namen schon gegeben hatte, zu dem er passt. Wenn ja, hey. Wenn nein, auch hey. Ich bin wieder gut drauf heute. Alle Herren, ich habe eine Neuigkeit zu melden, bevor wir unsere Arbeit beginnen. Lasst mich uns unsere neuen Verbündeten vorstellen. Verbündete, gibt's wieder neue Lehrlinge? Donnerwetter, was sind das für Pokémon? Ja, ist eigentlich relativ offensichtlich. Ey, Herrhörerin! Und da kommt er wieder, der Todesfurz. Was stinkt mir so nach Scheiße? Das ist Fragezeichen, man. Bin ich gar nicht. Oh Gott, das stinkt ja. Oh, die Spastis schon wieder. Diese drei sind unsere tollen neuen Partner. Ich bin Smoggan. Ich nicht. Und ich bin der Anführer von Team Skull. Bromley, hahaha. Wie oft will ich den Witz noch bringen? Ich stink einfach nach Scheiße. Merkt euch das. Vor allem ihr zwei Opfer. Wie, ihr kennt euch bereits? Das erleichtert sicher einiges. Definitiv nicht. Diese drei fangen hier nicht als Lehrlinge an. Sie werden zur Expedition mitkommen, um uns zu unterstützen. Bitte was? Ich bin so schockiert, ich lagge sogar. Wieso bist du so schockiert? Hör auf, das Spiel zum Laggen zu bringen. Ah, Plaudergeil, das hat nichts zu bedeuten. Dieses Pokémon überreagiert doch bei jeder Kleinigkeit. Stimmt irgendwie sogar. Aber ihr seid trotzdem Haufen Scheiße. Ihr riecht auch so. Ich meine, ihr seid eine behinderte Fledermaus ohne Augen, die jedem, der ein Pokémon-Hauptspiel schon mal angefasst hat, so auf den Sack geht. Eine Gaswolke und ein Stinktier. Okay. Wie auch immer, der Gildenmeister hat seine Entscheidung getroffen. Er entschied, dass wir stärker sind, wenn dieses Trio uns auf der Expedition begleitet. Allerdings wäre es unmöglich, die Teamarbeit zu koordinieren, wenn wir sofort mit der Zusammenarbeit beginnen. Deshalb haben wir beschlossen, dass die drei einige Tage bei uns wohnen werden. Es wird zwar nur für eine Weile sein, aber bitte seid freundlich zu unseren Gästen. Merkt leider nicht, dass die Sache stinkt. Und zwar wirklich. Wir hätten der Gildenmeister das aus. Ich hoffe, die Expedition ist bald vorbei. Jawohl, ja. Nun gut, machen wir uns an die Arbeit. Hurra. Ich jeden Morgen auf dem Weg in die Schule. Hurra. Was war das? Wo bleibt der Enthusiasmus? Das soll wohl ein Das soll wohl ein Gag sein! Au. Sache stinkt nach Scheiße! Sollen wir gut gelaunt sein, wenn? Erdbeben. Bitte was? Nein, der Gildenmeister! Seine Wut baut sich auf! Es wird entsetzlich sein, wenn der Gildenmeister wütend wird. Los! Seid gut gelaunt! Nur machen wir uns an die Arbeit! Yay! Yeah. Okay. War mir eine große Freude. Lappen. Hä?
Irgendwas an denen kommt mir jedenfalls verdächtig vor. Und damit meine ich ausnahmsweise nicht, dass sie nach Kacke stinken. Ich weiß nicht, was sie im Schilde führen. Wir sollten besser vorsichtig sein. Ihr Keks macht die Jobs! Ja. Was ich vor der ganzen Szene noch sagen wollte. Hier ist anscheinend gerade Streit am Laufen. Das hier ist vermutlich die erste Folge des Projekts, die nicht brandaktuell ist. Ich denke nicht, dass ich heute noch dazu kommen werde, sie hochzuladen, da ich heute wenig Zeit hatte, bereits 17 Uhr ist und noch ein anderes Video hochlädt. Eine Premiere für jetzt, wenn das Video wirklich Freitag online kommt, morgen, also Samstag, Walross Edition Folge 16. Nicht umsonst eine Premiere, kann ich euch sagen. Ja. Und deswegen wird diese Folge als erste des Projekts nicht am Aufnahmetag online kommen. Wir werden eine eklige Zeit durchzustehen haben. Hey. Hab ich schon mal gesagt. Sich über den Gestank zu beschweren löst das Problem nicht. Duschen! Jawohl, ja. Ich bin froh, dass ich nicht mehr unter Verdacht stehe. Niemand ist mehr ablehnt mir gegenüber. Aha. Hey, schön, euch wiederzusehen. Die Expedition dürfte ein Witz werden. Ich freue mich schon drauf. Allerdings stellt sich mir noch eine Frage. Werdet ihr Spastis überhaupt ausgewählt? Scheint, als würden wir eine Weile mit euch Schwächlingen erleben. Wir ertragen euch schon. Und ja... Ich kann sehr viele Behinderte lachen, wenn ich das will. Jetzt mal for real, ich kenne keinen Menschen, der so auf so viele Arten bescheuert lachen kann wie mich selber. Das ist nicht unbedingt ein Vorteil, aber okay. Es ist toll, wenn man YouTuber ist. Da habe ich auch schon mal drüber geredet, wie sich meine Stimme einfach verbessert durch YouTube. Ja, immer die Belebersamen. Ich habe wirklich keine Äpfel tatsächlich. Deswegen nehme ich 2 mit. Gibt's irgendwas zum Ablegen? Ja, moin moin. Was will ich lagern? Manuel Neuer. Glaube ich. Ah, einen großen Apfel. Oh, so viele Sinelbeeren brauche ich garantiert nicht. Auch. Das ist halt klasse, weil ich keine Ahnung habe, welcher Knopf das hier ist. Hier noch eine. Ja, sieht ganz gut aus. Ich habe ziemlich viele Items. Ich habe bisher aber gefühlt in dem Spiel auch noch keine genutzt. Kann das sein? Okay, doch. Plosivsamen und Taubsamen bei der Ganovenjagd und beim Traumatokampf. Aber sonst... Irgendwie Zielbeere sowas hatte ich noch nicht wirklich. Kann das... Ah ja, und beim ersten Tutorial-Boss gegen Smogon und Zubat hatte ich doch auch... Oder habe ich den hier ohne Plosivsamen gemacht? Mit Plosivsamen ist der fucking easy, ohne... Auch. Sind halt Keks. Ich sehe gerade übrigens... Man hat unten vielleicht ein bisschen was rausgesehen. Das eine, wenn man das gesehen hat, ich weiß nicht. Ich will jetzt nicht so viel dazu sagen, wenn man es nicht gesehen hat. Das war auf jeden Fall mal ein toller Meme, als ich und ein Freund uns einfach mal random, weil weiß keiner, dumme Memes erstellt und zugeschickt haben. So, hier wäre in der Stachelhöhle und in der Wasserfallhöhle ein bisschen was. Ich
Ich würde sagen, ich gehe tatsächlich mal in die Wasserfallhöhle. Aus dem einfachen Grund, also ich werde hier keine Ganoven mitnehmen. Ich kann ja mal gucken, ob da überhaupt welche sind. Aber wenn ja, hier einer, tatsächlich nur... Das kommentiere ich mal nicht. Das ist ja schlimmer als die Slimer in der letzten Folge. Ein Dungeon, drei Slimer. Hallo? Ja, der Typ. Das eine Slimer wartet immer noch auf seinen Schlafsamen. Stimmt, ich hätte inzwischen ja sogar einen. Wenn ich noch einen Missionstag durchzocken muss, dann renne ich einfach schnell zu dem Typen. Aber für heute geht's in die Wasserfallhöhle. Hier kann man übrigens auch in die Strandhöhle, aber ich bevorzuge den Weg über den Strand. Warum denn nicht? Ab jetzt ein Spezialband. Wo wir gerade schon beim Thema sind, trinkt ihr gerne Spezi? Ich nicht. Cola, Spezi, alles mit Koffein gefühlt. Nein. Absolut nicht mein Fall. Hast du gerade angegriffen? Hier, so greift man an. Guck mal so. Wow. Ich hab schon eine. Ich hab eine im Inventar. Warum wird die mir jetzt erklärt? Weil ich die andere für eine Mission bekommen habe, oder? Das ist immer noch wie der Rage, den ich persönlich in dem Speedrun-Duell gegen Fragezeichen-Man von mir persönlich im Nachhinein am meisten feier. Ich zitiere mich selber. Boah, ich will nicht wissen, was Geld ist! Ja. Oh. Sorry, ich freue mich immer über Blaugummis, wenn ich die sehe, aus irgendeinem Grund. Weil ich die in meinem Original-Let's Play immer gebraucht und nie gefunden habe. Das realisiere ich hier schon gar nicht, dass ich die nicht mehr brauche. Digga, ich habe Spielstunden damit verbracht, die zu farmen, weil ich gehört habe, dass es mit denen im Café, Pandir Café, wahrscheinlicher ist, den Dungeon, den ich ja gesagt habe, dass ich ihn freischalten will, zu bekommen. Hier wäre zwar für Elektro-Pokémon was, aber geldtechnisch, ich habe nie im Leben 800, so viel braucht man ja für einen Gummi. Und du? Fragezeichen, Mann. Wie kann der Typ noch leben? Danke. Ich werde die Gummis auch für die, die sich wundern. Oder? Nee, dann erhöhen die nicht den IQ. Dann werde ich nur die Gummis, die einen Typ-Vorteil für mich bringen, beim Kaffee verarbeiten. Und solche hier bringt eben auf Fragezeichen Man deutlich mehr. Da eben lauter IQ-Effekte. Okay, es gibt IQ-Effekte, die sind auf dem Haupt-Pokémon gefühlt sogar besser. Zum Beispiel, dass man dann einfach, egal was für ein Mon man hat, Feuer-Pokémon können über Lava laufen. Mit der Fähigkeit können das alle. Ich weiß... Das war's. Nee, nee, verlassen will ich noch nicht. Weil es ergibt Sinn. Kaugummi kauen... Das hilft beim Konzentrieren, das ist bekannt. Dass es wirklich schlauer macht, nicht. Und dass es einen so schlau macht, dass man über Lava laufen kann. Oder was eigentlich besseres Beispiel ist, finde ich. Man kann dann auch, wenn man die richtige Fähigkeit... Alter. Wenn man die richtige Fähigkeit bekommt, über Wasser laufen. Das heißt, Leute, merkt euch das, wenn ihr nächstes Mal im Supermarkt seid. Durch Kaugummi kauen kann man zu Jesus digitieren. Zitat der Folge gefunden. So nenne ich die Folge. Durch Kaugummi kauen kann man zu Jesus digitieren. Ich bin heute auch mit dem Commentary wieder klasse drauf. Ich merk's. Das ist irgendwie immer in diesem Spiel so. Das finde ich macht's aber auch cool. Ich bin übermotiviert.
und laber deswegen komplette Kacke. Aber das mache ich doch in jedem meiner Videos. Ist es, ja! Noch ein Schlafsamen. Slimer würde sich freuen. Ach, ja, das erinnere ich mich jetzt gerade erst wieder dran, was ja wirklich das Tollste war in der letzten Folge an der Situation mit dem Slimer, das einen Schlafsamen wollte, den ich aber nicht hatte. Auf der nächsten Ebene lag ja der eine, den ich dabei hatte. 6 und 7. Hier soll ich einen Loturzel retten. Als ob das Ding sei... Das ist die Mystery Dungeon Logik. Ja, klar, finde ich hier jetzt instant die Treppe. Oh, hi. Kein Platz im Inventar. Du darfst das Ding schon anspringen. Die Mystery Dungeon Logik. Nehmen wir jetzt eben einfach mal als Beispiel. Erster Dungeon von Team Rot und Blau. Der Kleinhain, ein Wald, in dem nur so Dreckskäfer rumrennen. Rettungsmission, Glurak, Ebene 2. Hilfe, ich komm nicht mehr raus, die Gegner sind so stark. Ja. Nehme ich mal nicht mit. Ich denke, da muss ich auch nicht viel zu sagen, oder? Oh hey, willst du auf die Schnauze? Da hast du... Ich hab gehört, dass er gesagt hat, er will auf die Schnauze. Tut mir leid. Der wird jetzt sterben? Mann, dieser Dungeon ist zu easy. Ach, das ist das, das ich finden muss. Ah ja, ergibt Sinn. Irgendwie. So. Was brauche ich hier nicht? Taubsamfle... Hier, Piersifbeere. Ja, Klargummi gefunden. Jetzt kann ich den Dungeon verlassen. Sehr schön. Endlich mal wieder Erfolg. Ich erinnere mich noch an die gute alte Folge. 16 Minuten, kein einziger Erfolg. Vielen Dank für Zeit im Köderorb. Nehmt Geld. Und Punkte. Endlich Rangaufstieg, Bronzerang. Die Anzahl Items, die im Lager aufbewahrt werden können, ist angestiegen. Eine Zitrubeere. Habe ich, glaube ich, nie benutzt im Original. Aber ehrlich gesagt, warum auch? Zinelbeeren sind in dem Spiel nun mal fucking gut. Anders als in Ruby Destiny. Da sind aber auch Zitrubeeren kacke. Ja, Loturzel habe ich auch gerettet. Wieder Geld und Punkte. Und Klargummi. Sogar 2,50. Und ein Graugummi. Und 30 Punkte. Mann, ich bin einfach erfolgreich. Da sind jetzt noch mehr hässliche Keks. Jetzt ist der Tisch voll. Je. Wir sollten mal wieder schlafen. Morgen wird toll. Wie gesagt, wenn jetzt heute wieder ein normaler Missionstag ist, renne ich einfach schnell in die Strandhöhle auf Ebene 2. Ah. Wird es aber nicht. Es gab gerade erst Abendessen, aber ich könnte noch mehr vertragen. Bei so einer Pampe wird mein Magen nie voll werden. Welcher Magen? Du bist eine fucking Gaswolke. Na gut, die Gildenmitglieder sind jetzt alle am Pennen. Gehen wir sie suchen. Was suchen? Na was wohl, die Gildenmitglieder? Nee, die Vorratskammer der Gilde, du Opfer. Wenn wir die Vorräte gefunden haben, schlagen wir uns einen Wanst voll. Und das kann bei mir ganz schön dauern. Die gefällt mir, Boss. Okay, fangen wir an. Ja, einfach nur alles wegfressen. Boah, heute leckt's auch wieder überdurchschnittlich viel. Aufstehen! Ah! Moin. Speichern, komm, ich gönne euch noch. Die Folge kommt heute eh nicht mehr online. Da kann ich auch gönnen, weitermachen. Wir sind toll. Okay, Pokémon, Zeit an die Arbeit zu gehen. Je. Und jetzt wird Plaudergei uns zu einer besonderen Mission bestellen. Ah,
ihr zwei. Eure Aufgabe für heute ist es, die Vorräte der Speisekammer aufzufüllen. Speisekammer? Du meinst, wir sollen was zu essen besorgen? Hallo? Lieferservice? Schon mal gehört? Richtig! Wir haben heute Morgen die Speisekammer kontrolliert. Aus irgendeinem mysteriösen Grund sind die Vorräte der Gilde plötzlich drastisch geschrumpft. Darüber hinaus ist der Vorrat an perfekten Äpfeln verschwunden. Sind als einziges Item überhaupt nicht mehr auf Lager. Perfekte Äpfel? Was ist das? Das sind Äpfel. Die sind perfekt. Ne? Das war jetzt schlau. Übrigens sind sie das Lieblingsessen vom Gildenmeister. Wenn es keine perfekten Äpfel gäbe, würde der Gildenmeister RIP meine Nachbarn. Was würde mit Knuddelhof passieren? Ich glaub, das willst du nicht wissen. Deswegen flehe ich euch an. Geht und holt perfekte Äpfel. Was hat er gesagt? Ich hab nichts gehört. Es wird mich verrückt machen, das nicht zu wissen. Nun gut. Natürlich holen wir welche, du kannst auf uns zählen. Finde ich klasse, ihr findet die perfekten Äpfel rein zufällig im Apfelwald. Aber Vorsicht, es hört sich nach einem einfachen Auftrag an, aber dieser Job ist von entscheidender Bedeutung. Schließlich geht es hier um das Gildenmeisters. Also nicht versagen. Okay. Geben wir wie immer unser Bestes. Muss ich jetzt direkt los? Ich wollte eigentlich... Ach, leck mich. Sieht aus, als würden sie auf Futtersuche gehen. Weil wir uns letzte Nacht den Magen vollgeschlagen haben. Die undankbare Arbeit verdanken sie uns. los, machen wir Stress. Ah, doch nicht. Weil wo ein Ort, an dem ich noch... Hier ist ja überhaupt nichts los. An dem ich noch nie war in diesem Spiel. Hey, Plauder Guy. Hey, Knuddelhof. Wie? Ihr wollt mir ein paar perfekte Äpfel besorgen? Danke. Bringt mir viele, viele, viele. Also, das meinte ich jetzt nicht, aber hier war ich ehrlich gesagt auch noch nie drin, außer ich bin am Aufnehmen. Eine Sekunde. So. Und zwar hier, diesen Zwischengang, den sieht man eigentlich nicht mal, wenn man... Weil hier rechts ist unser Schlafraum. Und wenn man morgens aufsteht, landet man direkt da links. Hier sind die Räume der anderen Gildenmitglieder. Hier steht was geschrieben. Das Tagebuch von Sonflora. Oh. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gönnen wir uns mal das Tagebuch hier. Nein, ich wollte B. Was ich vorher noch gucken will, ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass... Genau, hier gibt es auch ein Tagebuch. Dann beginnen wir die nächste Folge mit etwas, das ich in meinem Original nie gezeigt habe. Die Tagebücher der Gildenmitglieder. Wir sehen uns dann wieder und machen uns auch auf in den Apfelwald, um dem Gildenmeister Knuddelhof perfekte Äpfel zu besorgen. Yay! Drecksarbeit! Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann kaut Kaugummi, dann digitiert ihr nämlich zu Jesus und abonniert diesen Kanal. Vielleicht schaffen wir dieses Jahr noch die 100 Mitglieder der Walross-Gilde, fände ich töfte. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, kaut Kaugummi, dann digitiert ihr zu Jesus. Das ist eine komplett merkwürdige Abmoderation. Ciao.